Hallihallo, meine Lieben, wieder. Ich bin's, eure Tina. Heute kommen wir zur Monatslegung Juni 2023. Ja, ich habe mal ein bisschen reingeschmökert, was jetzt im Juni alles uns astrologisch erwartet. Zum einen haben wir ja am 4. Juni um 5:43 Uhr einen Vollmond im Zeichen Schütze. Und das wird wahrscheinlich einigen ordentlich Schub verpassen. Und ja, abenteuerlustig wird man wahrscheinlich jetzt Projekte angehen, wo man sich vorher noch so ein bisschen geziert hat oder Zweifel hatte. Ja, im Allgemeinen liegt da viel Feuerenergie in der Luft, also Leidenschaft, auch in der Liebe kann es also ordentlich knistern und zugehen. Ja, auch wir kommen dann in den Krebs am 21.06. Der 21.06. ist auch die Sommersonnenwende, der längste Tag im Jahr. Und insofern werden dann danach die Tage wieder kürzer, meine Lieben. Ja, es ist schon wieder so weit. Ich weiß, ein oder andere möchte es nicht hören. Ja, Halbzeit sozusagen. Und Zeit auch nochmal zu reflektieren und auf die Emotionen und Gefühle zu achten und die auch zuzulassen, die jetzt nochmal so hochploppen, ne? Ja, die Vollmondzeit im Schützen ist eben auch eine Zeit, wo man eher rausgeht, ne? Wo man eher extrovertiert ist und wo es darum geht, in seine persönliche Kraft zu kommen, sein volles Potenzial zu leben. Also es steht alles auf Wachstum und Entfaltung und insofern freue ich mich, wenn dann jetzt endlich die Knoten platzen. So, dann wollen wir mal gucken bei Widder, was los ist. Was machen wir? Ich habe hier wieder die Mondbotschaften deiner Seele, womit wir mal eine Überschrift für unsere Widderzeichen hier jetzt springen lassen und dann mal gucken mit dem Leitzies-Tarot, was so die Hauptthematik sein wird. In der weiterführenden Legung gehe ich dann nochmal explizit darauf ein mit dem Lennemann-Karten und es gibt noch einen Rat vom Universum und dafür habe ich die Kraft der Göttinnen mir diesmal ausgewählt. So, vielen lieben Dank an alle, die auf meinem Kanal ein Like, ein liebes Kommentar oder ein kostenfreies Abo dalassen. Auch herzlich willkommen an alle, die neu sind. Du findest bei mir verschiedene Sternzeichenlegungen. In der Playlist ist alles sortiert, so wie die Legung zum Neumond und zum Vollmond. So, dann wollen wir starten. Mein liebes Universum, bitte gib uns eine klare Botschaft. Was ist die Hauptthematik unserer Widder im Juni? Dankeschön. Ja, Mond, Mars, verborgene Kraftquellen. Ich mobilisiere meine verborgenen Kraftquellen. Jo, das ist natürlich sehr schön. Wir sind ja jetzt auch im Mars-Jahr, ne? Also Mars ist quasi der Dirigent, der gibt sozusagen den Takt an. Und die Mars-Energie ist eben Durchsetzungskraft, das ist Selbstbewusstsein. Also das ist so jemand, der eben die eine Energie, wo man die Ärmel hochkrempelt, wo man die Dinge anpackt, ja, wo man jetzt wirklich in die Umsetzung kommt, eine sehr männliche Energie, Action, ne? Also du schaffst es hier scheinbar, ja, Kraft zu mobilisieren, wo du vielleicht gar nicht wusstest, dass du die hast, ne? Also du kannst da wirklich jetzt auf Ressourcen zurückgreifen. Wir haben hier die Elemente dargestellt, Feuer und Wasser, möchte ich meinen, dass es hier ist. Vielleicht gibt dir das viel Kraft, wenn du jetzt viel in die Sonne oder dich mit der Sonnenkraft verbindest oder mal ein Feuer machst, ne, ein Lagerfeuer machen oder das Meer aufsuchst. Du, schau mal, fühl mal rein, was du gerade brauchst, also was dem Meer Kraft gibt. Ja? So das Baden vielleicht in einem Gewässer oder in der Therme oder eben eher so die Feuerenergie. So, die Wärme. Jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn hier los? Kraftquellen. So, was ist hier denn schon? Jetzt zeigt sich schon Feuerenergie, vier Stäbe, vier der Stäbe. So, los geht es. Der Gehängte, der Mond, fünf der Stäbe, die Welt. Die Sonne, ja, die Sonne, genau. So, unterm Kartendeck haben wir den Narren. Es geht also um einen Neuanfang
mit den 10 der Münzen, der dir sehr viel Stabilität gibt. 10 der Münzen ist auch die Familie. Vielleicht gibt es familiär einen Neuanfang, vielleicht findest du da auch deine Ressourcen drin. Im Allgemeinen ist es ein System, eine Struktur, etwas, was dir Halt gibt, etwas, was man aufbaut. Vielleicht gibt es da etwas Neues in deinem häuslichen Bereich, in deinem familiären Bereich. Da oder zumindest etwas, was mit Familieneigentum, Familienerbe zu tun hat. Das könnte auch Thema sein. So, Outcome gucken wir zum Schluss. So, jetzt wollen wir erstmal in die Leon gehen. Der Gehängte sagt mir, dass es hier eine Thematik gibt, wo vielleicht auch Geduld angezeigt ist, wo du das Gefühl haben könntest, festzustecken. Im Allgemeinen ist das auch die Karte, die dich aufruft, mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen und mal anders von einem anderen Blickwinkel auf die Thematik zu gucken. Wir haben hier daneben den Mond. Das heißt, es scheint auch noch Dinge zu geben, die vielleicht nicht klar sind, die nicht bewusst sind. Das können Blockaden oder Ängste sein. Vielleicht gilt es da, sich nochmal mit auseinanderzusetzen, sich der Sache hinzugeben, der Thematik hinzugeben, je nachdem, um was es hier geht. Wir haben hier in der Mitte die 5 der Stäbe, was mir verrät, dass es hier in irgendeiner Angelegenheit einen Konflikt geben könnte oder es herausfordernd sein könnte, sich hier mit den Dingen auseinanderzusetzen, die hier im Verborgenen liegen, die vielleicht, wie gesagt, mit deinen Blockaden oder Ängsten zu tun haben. Vielleicht gilt es davon, sich frei zu machen, sich davon abzugrenzen. Ich sagte auch vorhin schon, jetzt dieser Vollmond im Schützen, der beseitigt Ängste und Zweifel. Und die Welt sagt mir, dass du hier einen Abschluss findest mit etwas. Und das könnte eben genau das sein, dass du jetzt hier systematisch vielleicht im Zusammenwirken mit jemand anderes im Team, ja, vielleicht hast du da auch noch mit anderen Energien zu tun, mit anderen Personen zu tun, dass ihr jetzt am gemeinsam an einem Strang zieht, die Dinge anpackt und hier endlich ein Ende findet in dieser Unsicherheit, sondern hier in die absolute Klarheit kommt. Dass jetzt wirklich du dich von den Ängsten frei machst und loslässt, die Ängste loslassen kannst und hier wirklich in eine sehr, sehr schöne, beglückende Zeit kommst, ja. Also die Sonne, das ist die beste Karte im Kartendeck. Also das ist Spaß, Freude, Leichtigkeit, das ist Frieden, inneren Frieden, mit sich im Frieden sein, mit sich im Reinen sein, mit seinem Umfeld im Reinen sein. Und dazu gilt es eben auch ganz ehrlich mit sich zu sein. Und vielleicht machst du hier noch ein paar Erkenntnisse. Ne, wir sehen ja hier so dieses Licht. Vielleicht musst du dich wirklich mit der Thematik hier nochmal auseinandersetzen und die Dinge beleuchten. Dich da, wie gesagt, guck da tiefer, nochmal ein bisschen tiefer tauchen und dich diese und die Herausforderung annehmen. Ich möchte mal gucken, was die Mondbotschaft deiner Seele dazu noch zu sagen hat mit der Mond-Mars-Energie. Das finde ich ja spannend, weil die sagt ja wirklich anpacken. Ne? Ist jetzt, wie gesagt, eher eine Action-Karte. Mond-Mars. So, 84. Mal schauen, was da noch auf dich wartet. Ja, Klärung, Mut. Klare Grenzen, das ich sagte mit dem Abgrenzen. Es geht auch um Selbstbehauptung, Durchsetzungskraft, Ausdruckskraft und Seelenenergie von innen. Was ist für dich wichtig? Was fördert das Wohlbefinden und das Glück in dir? Ja, vielleicht gilt es da, sich die Dinge nochmal anzuschauen, die dich hier wirklich glücklich machen und dich in die Klarheit bringen und in die Leichtigkeit bringen. Ja? Welche Prioritäten möchtest du dir in der nächsten Zeit setzen? Ja, was ist jetzt wirklich wichtig, wenn du jetzt hier vielleicht mit jemand anderes irgendetwas klären musst? So ein bisschen Step by Step vorgehen und hier will so jeder irgendwie mitmischen, ne? Im Überblick behalten. Mars im Mond schenkt Kraft und Mut, dich selbst zu behaupten. Also hier musst du dich vielleicht auch bei anderen durchsetzen, ja? Für dich einstehen, verteidigen. Ich sag mal nicht im
Nicht im Kämpferischen, aber eben vielleicht sehr direkt kommunizieren, klar und gesund Grenzen setzen hier und den Gefühlen einen klärenden, reinigenden Ausdruck geben. Also hier wirklich dass du dich auch zum Ausdruck bringst, dass du mit dich mitteilst, deine Bedürfnisse mitteilst. Also hab da wirklich den Mut, alles anzugehen, was dir echt am Herzen liegt, ja, was dir wichtig ist. Dafür das einsetzen, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt. Wir haben jetzt zwar keine Kelche, aber wir haben hier starke Emotionen mit dem Mond, ne? Ja. Okay. Ja, na dann, sag dir einfach immer, ich folge dem Weg meines Herzens und setze um, was ich mir in der Welt wünsche. Und das sind wahrscheinlich hier die Dinge, die dir Freude bereiten und dir Spaß machen, ne? Also das, ja, und dann geh die Dinge an, die dir Stabilität bringen. Und denn der Neuanfang, der hier auf dich wartet, der möchte im Grunde wirklich ein stabiles Fundament erfahren. Und deswegen musst du hier vielleicht gewisse Dinge vorbereiten und dich hier durchsetzen. Okay, mein lieber Widder, ich würde jetzt ins Extended gehen, wenn das deine Thematik ist und du dich hier wiederfindest oder erkannt hast, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in dem weiterführenden Reading wiedersehen. Link dazu findest du unterhalb des Videos in der Infobox oder jetzt am Ende des Videos. Die Extended stehen allen uneingeschränkt zur Verfügung, die sich für die Mitgliedschaft Stufe 2 oder 3 eintragen und dann kannst du dir alle Videos angucken, die ich hochlade, so oft wie du möchtest, für jedes Sternzeichen und für jeden Zeitraum. Ich freue mich, wenn wir uns gleich dort wiedersehen. Mach's gut ansonsten. Guck dir gerne, wenn das dann hochgeladen ist, das Vollmond-Video im Schützen an und vielleicht findest du auch in dem Video von deinem Aszendenten noch hilfreiche Impulse. Wie gesagt, hier ist jetzt angezeigt, sich wirklich höre auf deine Intuition. Verbinde dich wirklich hier mit mit dem, was ganz tief in dir, was du einfach schon weißt, ne? Dein Gefühl, dein Bauchgefühl wird dir das sagen, was hier jetzt wichtig ist und setz dich hier ruhig durch, denn du findest hier in irgendeiner Sache einen Abschluss und hier, guck mal, die Welt ist die letzte Karte in der großen Arkana in der Seelenreise. Hier fängt jetzt ein Neuanfang für dich an, in Leichtigkeit, in Stabilität, also ganz tolle Energien. Ich freue mich für dich. Und wir werden natürlich noch gucken, was hier für ein Extended auf dich wartet. Und wir gehen mit den Lennys jetzt hier rein. Und es gibt noch eine Botschaft vom Universum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.